Ja, ich grüße euch recht herzlich hier wieder aus Fulda und ich bin für euch auf der Camper and Vans Messe, die jedes Jahr hier in Fulda auf dem Messegelände stattfindet und wir gehen einfach mal rein und schauen, was es Neues für die nächste Saison gibt. Kommt einfach mal mit. Ja, hier im Außenbereich haben wir wieder kleinere Häuser, Tiny Saunen, alles das wird hier auch mit angepriesen. Wir schauen einfach mal so ein bisschen kurz rein, mal gucken, ob es schon offen ist. Ja, Fulda wird immer wieder um die Jahreszeit mit schlechtem Wetter bestückt. Ich laufe mit dem Schirm für euch über den Platz, aber ja, wir müssen halt das Beste draus machen. Jacuzzis, all das gibt es natürlich auch hier auf der Messe in Fulda und wir schauen einfach mal, was es noch so gibt. Ja, hier auf der Camper & Vans im Außenbereich haben wir verschiedene Anbieter. Ich laufe mit euch mal kurz hier rüber. Verschiedene Vans in verschiedenen Größen werden hier auf dem Außengelände angeboten. Caravan Heck ist unter anderem auch hier vor Ort mit der Marke Hobby. Corrado und Morello Fahrzeuge auch hier wieder mit am Start. Wir schauen auch mal hier hinten raus. In diesem Jahr sind die Wohnwagen auch ein bisschen mit im Blickfeld. Will ich einfach mal euch auch hier kurz zeigen. Ja, LMC. Jo, lasse ich erstmal so stehen. Ja, die Firma Rhönkamp ist auch hier in Fulda mit am Start. Und wir haben ja das Fahrzeug Renegade schon auf der Messe in Düsseldorf vorgestellt. Ja, sie haben einige Fahrzeuge hier ausgestellt. Die Firma Günther Caravaning, die aber auch im Inneren im Zelt ausstellen, gehen wir dann auch noch mal rein. Die Firma Hümer auch mit am Start. Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht ganz so dramatisch, aber ja, das Wetter hier oben auf dem Messegelände ist schon nicht ganz so berauschend wie im vergangenen Jahr. Da war das Wetter dann natürlich doch etwas schöner. Aber der Camper kennt kein schlechtes Wetter, oder wie war das? Er kennt nur schlechte Kleidung, ne? Ja, ich gehe mit euch weiter. Erst einmal über den Platz. Auch eine Variante, dass man eben auf dem Pickup dann eine Kabine aufsetzt, die man abstellen kann und man ist vor Ort wieder flexibel. Verschiedene Ausstattungen. Ja, dann gehe ich mit euch mal in das erste Ausstellungszelt hinein. Ja, für die weitere Mobilität ist hier auch gesorgt. Fahrradanhänger, E-Roller, Scooter, all das ist hier im Inneren des Zeltes. Ja, für die richtige Stromversorgung, für die autark
ist hier auch gesorgt. Wechselrichter, Wandler, alles das ist hier in der Ausstellung, wo man sich informieren kann, hier auf der Messe in Fulda. Und noch ist ja kein Publikumsverkehr, weil ganz einfach die Messe erst heute Mittag um 13 Uhr beginnt. Man ist also noch in der Aufbauphase, wo wir dann später noch mal reinschauen. Ja, die Firma NVG Peluso stellt auch hier ihre Fahrzeuge aus. Dann haben wir weitere Aussteller. Ich tue es einfach mal hier so präsentieren. Hier drin ist natürlich das ganze bisschen wetterunabhängig. Und auch mit am Start ist Günter Karawaning aus Eigenzell mit dem Messestand von Fritz Berger. Ja, der Fritz Berger Shop ist dann nachher auch geöffnet. Fahrzeuge, Wohnwagen, verschiedene Arten, Weinsberg, Knaus, Tappert, alle Fahrzeuge mit am Start. Natürlich nur eine kleine Auswahl, nicht in der Größenordnung wie in Eigenzell. Das versteht sich ja von allein. Aber schöne Fahrzeuge könnt ihr hier bestaunen. In diesem Wetter zu unserer Eröffnungsveranstaltung der Camper & Vans hier in Fulda gekommen sind. Ich darf ganz herzlich das Stadtoberhaupt von Fulda begrüßen. Sie haben uns schon seit vielen Jahren unterstützt. Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld, ganz herzlich willkommen hier bei der Camper & Vans. Herzlich willkommen an den Präsidenten der IHK. Da bin ich sehr froh und sehr dankbar, dass Dr. Christian Gebhardt heute mit dabei ist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen an den Hauptgeschäftsführer, der auch nachher zu uns sprechen wird, der Kono. Und politisch sind auch sehr gut vertreten Landtagsabgeordneter Thomas Hering. Ein herzliches Willkommen. Weiterhin heiße ich alle Stadträte und Stadtverordneten aus Fulda willkommen, sowie die Vertreter der umliegenden Gemeinden und natürlich die Vertreter der Mittelstandsvereinigung. Ich freue mich wirklich sehr, dass das Deutsche Rote Kreuz und die Feuerwehr heute bei einer Veranstaltung Camp & Vans mit vertreten sind. Seit vielen Jahren unterstützt uns das DRK und die Feuerwehr Fulda bei einer anderen großen Veranstaltung, die wir hier an diesem Standort machen. Und ich bin sehr froh, dass der Chef des DRK Fulda heute mit dabei ist, der Christian Schwab, mit seinem Team, mit dem Christian Erwin und Hans-Peter Salantin. Herzlich willkommen. Und auch der Feuerwehrchef der Stadt Fulda ist mit dabei und freue mich sehr, dass Thomas selber heute da ist zur Eröffnung. Und sein Team hatte gestern Abend schon, wie kann es anders sein bei so einer Veranstaltung, schon mal wieder einen kleinen Großeinsatz bei uns hier. Aber nicht, weil es gebrannt hat, sondern weil gestern Abend es schon angefangen hat, sehr stark zu regnen. Dann habe ich ihn ziemlich spät angerufen und gesagt, Thomas, ich brauche wieder mal deine Hilfe, damit das Wasser von dieser Halle fernzuhalten ist. Was hat er gemacht? Er hat eine Drehleiter geschickt und eine Einheit, die haben sich das angeguckt und haben Sandsäcke im Vorfeld verbaut, sodass wir heute fast ungestört diese Eröffnungsveranstaltung machen können. Dafür ganz herzlichen Dank, lieber Thomas. Und das Rote Kreuz ist nicht nur jetzt hier mit anwesend zur Eröffnungsfeier, sondern das Rote Kreuz hat auch einen Messestand, schon zum dritten Mal hintereinander hier auf der Camper & Vans. Da sind wir sehr froh und sehr dankbar, dass Sie auch dieses Engagement hier auf der Messe zeigen und letztendlich auch nicht nur für unsere Sicherheit sorgen, sondern auch für die Nachwuchsgewinnung. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema bei den Hilfs- und Rettungsorganisationen, dass wir Nachwuchs bekommen. Und der eine oder andere weiß ja, dass ich in dem Thema sehr engagiert bin. Wir haben letzte Woche eine größere Veranstaltung im Osten der Republik gemacht, in Brandenburg. Da ging es um das Thema Waldbrand und Vegetationsbrandbekämpfung mit Löschflugzeugen, Löschpanzern und Geräten. Und eines habe ich da gelernt und das passt heute ganz gut hierher, weil ich mit Katastrophenschutz viel zu tun habe, in der Lage leben. Und wir leben heute auch in der Lage bei der Camper & Vans mit einem etwas schlechteren Wetter, das sich aber bessern wird. Wir haben seit heute früh, glaube ich,
ein oder zwei Uhr das Wasser hier wieder rausbekommen aus der Halle. Deswegen bitte ich um Nachsicht, dass die Teppiche noch nicht alle drin sind. Aber ich glaube, den heutigen Tag werden wir so rumbekommen und heute Nacht werden die Teppiche, dann wird es etwas trocken sein, auch verlegen. Ja, ich heiße alle Ausstellerinnen und Aussteller ganz herzlich willkommen zur dritten Cameron Vans hier in Fulda. Aus der Region, einige natürlich wieder mit dabei, die auch dabei waren von Anfang an. Wir haben insgesamt in diesem Jahr, da sind wir so ein bisschen stolz drauf, 70 Aussteller nach Fulda gebracht. Das ist eine Steigerung zum Vorjahr um 18% und ich denke, das kann sich schon mal sehen lassen. Und das Ganze hat ja in der Krise, der Corona-Krise 2021 angefangen. Wir haben am 8. November 2021 mit der Unterstützung vom Roten Kreuz, die hier ein Zentrum aufgebaut hatten, eine kleine Halle zur Verfügung. Dort haben wir eine Pressekonferenz abgehalten zum Thema Camper und Vans, dass wir das hier machen wollen. Und da sind wir sehr dankbar und sehr froh darüber, dass wir hier aus der Region Firmen gefunden haben, die für die Region nicht nur was machen, sondern auch Interesse daran haben, über die Region hinaus etwas zu machen. Und da möchte ich einige nennen, die ich als Gründungsmitglieder der Camper und Vans ansehe und auf die man sich auch verlassen kann. Die Familie Peluso sitzt hier zu meiner Linken, komplett in Mannstärke angetreten, die hinter mir einen großen Stand haben. Da freue ich mich sehr, dass die Firma Peluso von Anfang an mit dabei ist und sich auch hier heute wieder mit präsentiert. Die Firma Günther, machen wir alle zusammen. Die Firma Günther Karamann. Johannes Günther sitzt gerade hier mit seiner lieben Gattin. Er wird auch nachher im Namen der Hersteller ein paar Grußworte an uns richten. Auch von Anfang an mit dabei. Das war im Übrigen der allererste, mit dem ich diese Idee hier in der Region besprochen habe. Und Johannes und seine Frau haben gesagt, wir sind mit dabei. Dann die Firma Libenti. Herren Jakob sind heute leider nicht da, weil sie in Amerika geschäftlich unterwegs sind, aber sehr stark vertreten mit 4 Mitarbeitern. Und die Firma Sorg, Fort Sorg. Der Herr Raki ist da hinten, den ich im Namen aller Mitarbeiter der Firma Sorg herzlich willkommen heiße. Sorg Senior war vorgesehen, um hier ein paar Grußworte zu richten, aber er hatte eine Terminüberschneidung, hatte gedacht, glaube ich, dass wir morgen eröffnen. Das hat nicht ganz geklappt, deswegen wird der Herr Günther nachher die Grußworte für die Aussteller übernehmen. Aber Firma Sorg von Anfang an mit dabei und da freuen wir uns sehr. War einen ganz tollen Stand im Freien gemacht. Herr Raki, herzlichen Glückwunsch dazu und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Dann die Firma Rhönkamp. Sorry, Herr Oberbürgermeister, gleich geht's zum Klatschen. Die Firma Rhönkamp. Hier mit Mario Vogtland vertreten, einer, der selber baut, ein Prototyp eines Unternehmers, der auch von Anfang an mit dabei war und gesagt hat, hier in der Region, für die Region und über die Region hinaus. Er ist auf vielen Messen in ganz, glaube ich, Europa unterwegs. Er baut selber aus, baut für viele. Der Mario, auch auf den kann man sich verlassen. Und bin ich froh, Mario, dass du hier in der Stadt uns die Stange hältst und dass wir hier diese Camper und Vans noch größer in der Zukunft aufziehen werden. Und Velokultur ist gerade zum Schluss angereist. Das hat gerade ein bisschen, war etwas knapp, aber es funktioniert alles. Kai Nüchter, auch einer derjenigen, der das Thema Fahrrad mit dir vertreten hat. Zwischen haben wir mehrere Hersteller, aber auch er war einer der Gründungsmitglieder. So, ein herzliches Willkommen an alle Gründungsmitglieder. Herzlich willkommen alle Medienvertreter, an erster Stelle aus Hessen News. Auch den beiden Jungs, den beiden Geschäftsführern Christian Schattfeld und Hendrik Urbin haben wir sehr viel zu verdanken. Nicht nur bei dem, was wir machen in der Redmobil, sondern auch hier bei der Camper und Vans, die sich unglaublich ins Zeug gelegt haben und viel gemacht haben für das, dass Camper und Vans bekannt wird. Also dafür mein ganz herzlichen Dank, dass ihr mit dabei seid und auch die Camper und Vans tatkräftig unterstützt. Und man sieht es ja auch drumherum, nicht nur Fotografen, Bauer Engel im Hintergrund, der schon unglaublich viel fotografiert hat. Wir werden nachher noch ein paar Interviews machen mit den Gästen, die hier sind. Eine tolle Geschichte. Genauso freue ich mich, dass die Fulda Zeitung vertreten ist. Und auf dem Weg hierher, die schaffen es nur nicht ganz, weil von Frankfurt her ist manchmal nicht ganz so einfach. Das Hessische Fernsehen oder Hessische Rundfunk hat sich angekündigt. Die werden 1:15 erst hier sein. Aber auch das ist, glaube ich, eine tolle Geschichte, dass das Fernsehen darüber berichten wird. Mal Camper und Vans, ich habe es mehrmals angesprochen. Wir sind felsenfest davon überzeugt und ich werde mit meiner Mannschaft und mit voller Kraft daran weiterarbeiten, dass wir diese Veranstaltung, dieses Format in Fulda etablieren können. In Bayern, wo ich lebe,
Da sagt man, dritte Veranstaltung ist eine Tradition, aber Tradition muss letztendlich bezahlt werden. Wir brauchen die Aussteller auch in der Zukunft. Und ich glaube und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Denn Fulda hat unglaubliche Vorteile. Liegt zentral in Deutschland, das hat uns bei anderen Formaten geholfen. Die Kostenstruktur, die Infrastruktur ist hier hervorragend. Und was manchmal bei den Campern noch gar nicht so richtig bekannt ist, ist eines: die Rhön auf der einen Seite, wunderschön, wenn man sich da mal damit beschäftigt und die Rhön bereist, diese Möglichkeiten, unglaublich. Oder auf der anderen Seite auch der Vogelsberg, von vielen noch unterschätzt. Eine unglaublich schöne Region, die man mit einbinden kann, die man auch transparenter für das Thema Camping machen muss. Wir werden dafür sorgen. Und wenn man dann die A7 anschaut, von Flensburg kommend bis ins Allgäu, auf dieser A7 fahren jedes Jahr in den Urlaub Zehntausende von Campern. Zehntausende hier an Fulda vorbei. Und wenn es uns gelingt, nur einen kleinen Teil der Camper hierher zu bringen, die Rhön zu zeigen, den Vogelsberg und die Barockstadt, ich glaube, dann werden wir in der Zukunft noch viel, viel mehr Besucher hier erwarten können. Im Übrigen rechnen wir mit rund 10.000 Besucher in den nächsten 3,5 Tagen. Das Angebot von ganz klein, von Camper, bis ganz groß, bis sehr luxuriös, haben wir alles hier vertreten. Man kann anfassen, man kann mitmachen. Und vorher habe ich gesehen, Terra Camper hat schon mal den Offroad Park so leicht angetestet bei den Witterungsverhältnissen und sind mal im Offroad Park mit einem Camper gefahren. Das ist im Übrigen auch ein Trend. Der Mario Volkland hat dementsprechende Fahrzeuge hier mit Allrad, dass man so wirklich völlig abseits der Piste, wenn die meisten auch es nicht können, aber trotzdem, man hat das Gefühl, ein Allrad zu haben und man könnte, und hier könnte man es mal testen und auch lernen. Dann gibt es die Möglichkeit hier, und das ist auch so einmalig, dass Camper, die mit ihren Fahrzeugen hierher kommen, direkt am Eingang übernachten können und haben direkten Zugang. Das gibt es nirgendwo. Und dann überall kostenlose Parkplätze. Ich glaube, keine Messegesellschaft der Welt, zumindest mir keine bekannt, die kostenlose Parkplätze zur Verfügung stellt. Das Angebot, wie angesprochen, Wohnmobile, Camper, Vans, Wohnanhänger, Dachzelte, Zubehör, und das wird in diesem Jahr, das war immer so ein bisschen kritisiert, einen großen Umfang einnehmen. Manufakturbetriebe, die Vielfalt wird man in diesem Jahr hier sehen, vom Fahrrad, das natürlich auch zum Camper dazugehört, bis zum Tiny House. Und mobile Saunen sind hier. Und da ist die Firma Koba hier aus der Region, die uns auch hier mit unterstützt haben und unterstützen. Da freue ich mich sehr, Matze, dass ihr dabei seid, dass Koba hier zeigt, was es sonst noch geht und was man auf Campingplätzen oder auch zu Hause mit integrieren kann. Ein wunderbares Ambiente wird hier von der Firma Koba vorgeführt. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die uns unterstützt haben, auf dem Weg, die dritte Camper & Vans zu machen. An allererster Stelle natürlich an den Oberbürgermeister der Stadt Fulda, Herrn Dr. Wingenfeld. Durch die Unterstützung und durch diese Kraft, die Sie auch an uns ausstrahlen, ist es möglich, dass wir das hier so durchführen können. Und Sie können sicher sein, wir werden für Fulda noch mehr machen und wir bleiben dabei und wir werden das hier zu einem weiteren Erfolg treiben. Ein herzliches Dankeschön an die Lieferanten, die uns unterstützen, das alles zu bauen. Man muss erstmal so ein Zelt aufbauen, das ist gar nicht so einfach, das dauert eine gewisse Zeit. Und da möchte ich stellvertretend für alle den Thorsten Ehrle ganz herzlichen Dank, der hier mit seiner Mannschaft ist. Der Thorsten Ehrle sorgt dafür, dass wir zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort den gesicherten Strom dann haben in den ganzen Anlagen, damit das funktioniert und dass wir auch Wasser haben, wo wir Wasser brauchen. Und ein Dankeschön an den Messebau Stäube, der dann dafür sorgt, dass wir das hier alles so ringsherum bei uns haben in diesem Umfang. Und das alles wäre nichts, weil so eine Veranstaltung geht auch kulinarisch durch den Magen. Und da muss ich sagen, da haben wir sowas Einmaliges in Fulda mit der Firma Nelles. Frau Nelles ist da, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie den Weg mitgehen, nicht bei unseren großen Veranstaltungen, sondern auch bei einer kleineren Veranstaltung. Und dass die Firma Nelles heute wieder dabei ist, mit dieser Qualität für unser Wohl zu sorgen. Und ich möchte es aber an der Stelle, muss ich noch eins erwähnen, die waren mit mir in der letzten Woche in der Lausitz und haben diese Geschichte, die ich dort gemacht habe, mit begleitet.
weil es war niemand in der Lage, mit der Qualität in Brandenburg das zu machen, was wir uns vorgestellt haben, hat sich die Firma Nellis das nicht nehmen lassen, ist mit kompletter und großer Mannstärke mit Personal dorthin gefahren und hat dort diese Veranstaltung, die Feiermobil heißt, gerockt. Und da auch mein ganz herzlichen Dank, dass es sowas gibt in Fulda, für Fulda und darüber hinaus. Ich glaube, wir haben eine gute Werbung gemacht, nicht nur für Nellis, sondern wir haben auch eine gute Werbung für Fulda gemacht. So, damit bin ich am Schluss. Herzlichen Dank an mein gesamtes Team, die mich immer tatkräftig unterstützen. Meine Frau, die sagt immer, mit meiner Verrücktheit, ich sollte manchmal ein bisschen nachlassen. Ich kann nicht nachlassen. Solange ich gerade laufen kann, sage ich immer wieder, mache ich immer weiter und gebe Vollgas. Und so geben wir auch Vollgas für die Zukunft hier in Fulda. Und jetzt nach mir freue ich mich sehr auf die Grußworte von unserem OB. Danach wird der Herr Kono noch von der IHK einige Grußworte an uns richten. Und dann stellvertretend für alle Aussteller wird der Herr Günther noch einige Worte an uns richten. Ganz herzlich willkommen bei der Campo & Vans 2024 hier in Fulda. Ja, liebe Sandra Hommel, lieber Manfred Hommel, natürlich spreche ich auch im Namen der Aussteller gerne ein paar Grußworte. Normalerweise hätte auch hier Maria Donau heute stehen sollen, wieder als Caravaning-Pionierin. Schade, dass sie nicht bei uns sein kann. Ich denke, das muss an dieser Stelle auch mal erwähnt werden. Ich hoffe, sie ist nächstes Jahr wieder dabei, denn es ist immer wieder schön, ihr zu lauschen und zuzuhören. Die Anfänge des Caravanings, die Maria hat immer Dinge auf Lager. Ich kenne sie auch schon sehr, sehr lange, die man eigentlich heute sich gar nicht mehr vorstellen kann, aber immer wieder halt schön, ihr zuzuhören, wie sich das entwickelt hat und wie die Branche so gewachsen ist. Ich möchte im Namen aller Aussteller erst einmal vielen, vielen Dank sagen an die Familie Hommel, an ihr ganzes Team für den Support, für die Vorbereitung im Vorfeld, denn auch das ist wieder alles sehr, sehr professionell abgelaufen. Ihr bietet uns die Plattform für diese Messe, dass wir uns hier präsentieren können. Und es ist vorhin schon mal angesprochen, Manfred, du hast es gesagt, ich weiß noch ganz genau, wie du mich angerufen hast. Du brauchst einen Termin mit mir. Dann saßen wir zusammen in meinem Büro und er hat mir diese Idee vorgestellt. Und ich habe gedacht, okay, 2-3 Wochen nach dem Caravansalon hier in Fulda regional so eine Messe. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Aber ich habe direkt gesehen und erkannt, okay, das ist ein absoluter Messeprofi und er hat eine Idee, er hat eine Vision. Und ich glaube, was sich aus dieser Vision entwickelt hat, das können wir alle hier rundum sehen. Es ist jetzt die 3. Auflage, es gab jedes Jahr Steigerungen und so auch in diesem Jahr. Es gibt wieder mehr Aussteller, es werden mit Sicherheit mehr Besucher kommen und da können wir uns als Aussteller wirklich alle sehr, sehr drauf freuen. Und ich muss ehrlich sagen, es ist sehr, sehr schön für die Region, so eine Messe hier zu haben, denn wir haben ja mittlerweile sehr, sehr viele Freizeitfahrzeughändler und hier gibt es eben die Möglichkeit für Interessierte, einfach mal die komplette Bandbreite zu sehen. Was gibt es überhaupt in der Region? Wer bietet was an? Auch mit den Menschen, die hinter diesen Unternehmen stecken, die dort arbeiten, die dort die Geschäftsleitung haben, wie auch immer, mit diesen einfach mal in Kontakt zu treten, mit denen zu sprechen, ganz frei auf einem Messestand und dann eben zu sehen, okay, was bekomme ich dort? Ich muss hier gar nicht weit wegfahren, denn in unserer Region mittlerweile vom Dachzelt bis zum Luxusliner wird alles angeboten. Ganz, ganz viele Herstellermarken sind hier vertreten und da bietet sich eben so eine Messe an, um einfach hier mal die komplette Bandbreite zu erleben und zu sehen, anzufassen und natürlich auch im Parcours draußen auch mal Offroad etwas anzutesten, denn auch das, obwohl es in der normalen Campingwelt ja sicher kein Bestandteil ist, aber es macht trotzdem Spaß, dann mal den Berg so ein bisschen runterzufahren mit dem Allradfahrzeug. Und das bietet eben diese Messe. Und deshalb noch einmal vielen, vielen Dank an euch. Wir sind sehr, sehr gerne wieder dabei. Da spreche ich jetzt für unser Unternehmen. Wie gesagt, wir waren von Anfang an mit dabei. Unsere Ausstellungsfläche wird irgendwie auch jedes Jahr größer. Das ergibt sich so. Aber ich glaube auch alle anderen Aussteller. Und ich wünsche uns ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche uns viele Besucher, viele interessante Gespräche und natürlich auch den ein oder anderen Kaufabschluss. Denn natürlich von den
interessanten Gesprächen können wir alle am Ende des Jahres nicht leben. Deshalb muss auch ein bisschen monetär etwas passieren. Aber da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Denn auch hier sind Besucher, die kaufwillig sind, die kaufinteressiert sind und die dann auch hier auf der Messe einen Abschluss machen. Und was auch mich fasziniert aus den vergangenen 2 Jahren, muss ich ehrlich sagen, sind die Besucher. Wenn man so ins Gespräch kommt, das sind auch nicht nur Besucher hier aus der Region oder die aus Neuhof oder Frieden kommen oder auch aus Hünfeld vielleicht. Nein, das sind wirklich auch Leute aus dem Marburger, Gießener Raum, aus dem Frankfurter Raum, aus Thüringen. Also wirklich von relativ weit weg, die hierher kommen, sich die Messe anschauen möchten. Und auch, glaube ich, das ist sehr, sehr beeindruckend. Und dann am Ende meiner Grußworte, Manfred, möchte ich doch noch ein bisschen die Brücke schlagen zu der Redmobil, denn die hast du ja hier in Fulda etabliert. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und so ein bisschen Redmobil ist die Camper & Vans ja auch, muss man sagen. Denn wir alle, wir Freizeitfahrzeughändler, wir retten unseren Kunden ja ihren Urlaub, dass sie einen traumhaft schönen Urlaub mit ihrem Fahrzeug verbringen können, den sie so wahrscheinlich mit einer anderen Urlaubsform nicht hätten. Also damit schließt sich schon wieder der Kreis, würde ich sagen. Und an die Stadt Fulda auch, lieber Oberbürgermeister, nochmal ein Dankeschön. Auch da, denke ich, spreche ich im Namen aller meiner Kollegen, dass auch die Stadt Fulda jetzt endlich einmal dieses Thema Campingplatz und Übernachtung angeht, weil ich glaube, das war ein riesiges Thema. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die von deutschlandweit kommen, die bei uns gerne übernachten möchten und die dann natürlich auch die Stadt besuchen, die unsere schöne Stadt erleben wollen, sehen wollen. Und auch da wird ja mit Musicals und Domplatzkonzerten gar nicht wenig geboten. Und die Leute sind da, die Leute gehen essen, die geben ihr Geld in unserer Stadt aus. Und ich glaube, da ist die Stadt wirklich auf dem richtigen Wege mit einem ordentlichen Platz, dass die Leute dort übernachten können, dass sie die Stadt besuchen können. Auch da herzlichen Dank. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, auch für die Zukunft des Caravanings. Ja, dann wie gesagt, ich wünsche uns wirklich 4 wunderschöne Tage. Das Wetter können wir nicht ändern, das ist schon ein paar Mal angesprochen worden, aber für unsere Kunden, für die richtig eingefleischten Camper, gibt es kein schlechtes Wetter und somit, glaube ich, liegt es jetzt an uns. Ihr habt alles vorbereitet, ihr habt den Weg ausgelegt und jetzt sind wir Aussteller dran, um hier diese Messe wieder zu einem absoluten Erfolg in diesem Jahr zu machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Erfolg uns allen. An die Redner, lieber Johannes, du machst uns Mut, bestätigst uns auch, dass wir auf einem guten Weg sind. Und was du angesprochen hast mit dem Caravan-Salon, dass man so knapp danach eine Veranstaltung hier macht, das haben wir bewusst so gemacht. Wir werden uns natürlich nie mit einer Weltleitmesse im Caravan-Salon vergleichen können, wenn wir auch eine Weltleitmesse Redmobil hier haben, die es weltweit so auch nicht gibt. Aber das Thema Camper und Vans hat hier in Fulda auch genau nach diesem Caravan-Salon eine enorme Chance. Weil so wie ich das einschätze, wird dort auch viel angeteased, das wird viel gezeigt. Glitzer und Glamour. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass Glitzer und Glamour bei diesen Messeformaten immer weniger wird, sondern ja, die Leute wollen das anfassen. Ja, das waren die Eröffnungsworte und jetzt und ich gehen glaube, wir gemeinsam gerade, weil so viele über Menschen auch dorthin gehen, den Messebereich entsteht viel Interesse hier in Fulda. Da sind wir dann genau wieder richtig hier zentral in Deutschland und können da was aufbauen und ausbauen. Und das soll nicht dagegen sein, sondern ergänzend. Und ich glaube, wir werden auch ein anderes Klientel, ein zusätzliches Klientel hier ansprechen. Ja, das waren die Worte, die Begrüßungsworte hier zu der Messe Caravan und Vans. Und ich schwenke gleich nochmal hier rüber. Hier haben wir jetzt die Firma Günther Caravan mit dem Berger Shop und verschiedene Fahrzeuge. Und wir werden auch mal schauen, ob wir den Herrn Günther auch noch hier vor die Kamera bekommen. Ja, jetzt hier bei mir in Fulda auf der Camper & Vans ist die Geschäftsleitung von Günther Caravaning, der Johannes und die Katrin Günther, sogar mit dem, ja, wie heißt Lotte, unsere Sicherheitsbeauftragte. Genau, die Sicherheitsbeauftragte. Ich stelle mal die Frage an den Johannes. Johannes, was habt ihr jetzt hier auf der Messe in Fulda für Highlights mitgebracht? Was könnt ihr präsentieren? Ja, wir haben hier auf der Camper & Vans zunächst einmal unseren Fritz Berger
Camping- und Freizeitshop, wo es halt ganz, ganz viele attraktive Mitnahmeartikel gibt. Da wird jetzt, die Messe hat ja gerade ein paar Minuten auf, da sind schon die ersten Besucher da. Und dann haben wir natürlich wieder einige Fahrzeuge mitgebracht. Wir haben ganz hinten am Ende vom Stand haben wir zwei Wohnwagen mit dabei. Dann haben wir unsere Campervans mit dabei von Knausen von Weinsberg. Von Weinsberg einen teilintegrierten mit Hubbett mit 5 gut gesicherten Plätzen auch. Von Knaus den Live-TI mit Einzelbetten und hier natürlich dann der Sky-TI, komplett nagelneu vom Caravansalon in Düsseldorf als 2025er Modell, schon mit der neuen Ducato-Front, also wirklich ein nagelneues Fahrzeug, was nach dem Caravansalon jetzt hier erstmalig gezeigt werden kann. Ja, der Oberbürgermeister hier von Fulda hat es angesprochen. Die Leute müssen gar nicht mehr nach Düsseldorf oder in andere Ortschaften fahren. Live hier in Fulda ist seit 3 Jahren jetzt das Ganze und ich denke, das etabliert sich, ne? Definitiv, also es entwickelt sich ja immer mehr. Es sind auch dieses Jahr wieder eine Vielzahl an Ausstellern mehr geworden. Die Fläche an Angebot, das wird immer größer und das etabliert sich wirklich. Also am Anfang haben wir schon überlegt, okay, so direkt nach dem Salon 2-3 Wochen später hier noch regionale Messe zu machen, aber es ist wirklich mittlerweile wird sehr, sehr gut angenommen. Letztes Jahr knapp 10.000 Besucher und ich glaube, die werden wir dieses Jahr knacken, die Marke. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir wieder dabei sind. Und ich hatte es vorhin schon in der Eröffnungsrede gesagt, unsere Fläche vergrößert sich irgendwie auch jedes Jahr. Aber es ist natürlich schön, dass wir auch ein gewisses Portfolio zeigen können. Natürlich haben wir hier lang nicht alles, was wir auf dem normalen Gelände haben, aber eben einen kleinen Überblick, was wir so haben, steht dann hier auf der Messe. Ja, ich denke, um das Ganze nochmal ins Bild zu bringen, wir sind froh, dass wir euch hier in der Region Fulda als Camper Unternehmen haben, wo die Leute auch in Eigenzell vorbeikommen können, nicht nur hier auf der Messe, sondern das ganze Jahr über natürlich in Eigenzell. Und wir haben ja schon öfters berichtet und ich sehe, dass die Resonanz immer größer wird, der Nachfrage auch bei mir hier. Deswegen machen wir das ja auch, um ein bisschen Werbung zu machen. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt hier noch mal ein bisschen rum, schauen uns noch mal die einzelnen Fahrzeuge entsprechend an. Sehr gern. Ja, Johannes, die vergangenen Messen, die ja jetzt hier, wir haben es ja gerade gesagt, schon jetzt zum 3. Mal stattfindet. Am Anfang war es ein bisschen rar, was Wohnwagen anbelangt. Das hat man jetzt in der nächsten Zeit also jetzt geändert, ne? Und jetzt habt ihr Wohnwagen mit dabei. Was habt ihr genau? Genau, das stimmt. Also bei der ersten Messe, bei der Premiere hier, waren wir ja, glaube ich, ein Exot. Da haben wir einen Wohnwagen mitgenommen, weil ich gesagt habe, okay, zum Camping gehört ja eigentlich auch der Wohnwagen. Und jetzt sind auch ein paar Kollegen hier, die Wohnwagen mit dabei haben. Und wir haben natürlich auch wieder 2 klassische Modelle mitgebracht. Zum einen haben wir jetzt hier unseren Weinsberg Caravan 390 QD. Ein klassischer Einsteiger-Wohnwagen, aber auch sehr, sehr hochwertig verarbeitet mit Glattblech, mit einem schönen Interieurdesign und halt eben auch für 2 Personen beziehungsweise auch mit der Möglichkeit von einem 3. Schlafplatz, also wirklich ein ganz, ganz klassischer Einsteigerwohnwagen, wo wir auch sehr, sehr viele Stückzahlen im Jahr von verkaufen, den haben wir hier mitgebracht. Ja, dann sehe ich schon wieder eine gehobene Klasse für, was haben wir jetzt hier, den Knaus Tappert, was genau einer ist es, der Senara. Versuch's mal so abzubilden und dann gehe ich mit euch auch mal in dieses Fahrzeug rein. Wo liegt der preislich? Hier haben wir jetzt einen Messepreis von 29.490 und sag mal von der Wertigkeit jetzt her sind wir natürlich hier schon wirklich im Premium-Segment bei Tappert, also wirklich sehr, sehr hochwertige Materialien, sehr, sehr hochwertige Verarbeitung, aber trotzdem eben durch diesen Sonderpreis ein wirklich ganz, ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und auch das ein ganz, ganz neues Modell, was in 2024 erstmal auf den Markt gekommen ist. Man sieht es jetzt hier auch mit den Einzelbetten, natürlich super große, schöne Liegefläche und was hier der Vorteil ist, das ist aus dem Reisemobil übernommen worden, erstmals im Wohnwagenbau. Die Betten sind erhöht, sodass ich vorne unter den Betten noch eben eine Staumöglichkeit habe. Also das ist normalerweise sind die Betten ja deutlich tiefer beim Wohnwagen und das ist halt hier jetzt
hochgesetzt worden, dass ich halt dann nochmal ordentlich Staumöglichkeiten unter den Betten habe. Ja, das schauen wir uns am besten mal von außen an. Ja, das habe ich bei einem Wohnwagen so auch noch nicht gesehen. Jetzt habt ihr natürlich eure Ausstellungsprospekte hier eingeräumt. Also der Wohnwagen, kann man jetzt hier im vorderen Bereich einen richtigen großen Kofferraum generieren, oder beziehungsweise er ist generiert. Und das ist natürlich mal eine ganz andere Variante. Den habe ich so noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, man sieht es ja auch jetzt durch unsere Messeutensilien, wie viel man da wirklich verstauen kann, wie viel man da einladen kann. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee, die da bei Tabot entwickelt wurde und was auch sehr guten Anklang bei unseren Kunden findet. Mhm. Ja, dann habt ihr die Vans. Was für ein Fahrzeug haben wir jetzt hier? Genau, das sind unsere Campervans. Campervans ist natürlich mittlerweile auch ein ganz, ganz großes Thema. Hier haben wir jetzt von Knaus einen 5,40 Meter langen Campervan, hinten mit einem Querbett und dann oben noch mit einem Aufstalldach, dass ich trotz 5,40 Meter Fahrzeuglänge mit 4 Personen hier ganz bequem reisen und auch schlafen kann. Ja, dann schauen wir ja auch nochmal in den WC-Bereich kurz rein. Und gehen dann zusammen zu den nächsten Fahrzeugen. Ja, die nächste Kategorie. Genau, hier sind wir jetzt auch bei Knaus wieder bei einem Campervan. Der ist jetzt die nächste Nummer größer. Das ist jetzt der 600 Street. Also 5,99 Meter Fahrzeuglänge. Wo ich dann auch hinten wieder ein Querbett habe, eben, wo ich dann mit zwei Personen verreisen kann. Bei diesen Fahrzeugen natürlich, die Grundrisse sind alle so ein bisschen identisch, es weicht ein bisschen ab. Das ist also recht schön gelöst eigentlich, ne? Genau, also Grundrisse sind natürlich klar, das Querbett oder Längsbetten, das sind so die Klassiker und die ähneln sich schon, aber im Detail liegt dann natürlich auch der Unterschied bei den Herstellern. Ja, wir gehen mit euch ins nächste Fahrzeug und der Johannes kann uns sicherlich sagen, in welchem Fahrzeug wir uns jetzt hier befinden. Ja, hier sind wir jetzt in unserem Weinsberg Cara Suite IC Line. Das heißt, ich habe hinten ein französisches Bett und dann habe ich hier über der Sitzgruppe habe ich noch ein Hubbett. Und ich kann auch noch den Bereich der Sitzgruppe zu einer weiteren Schlafmöglichkeit umbauen, denn dieses Fahrzeug hat jetzt neben einer sehr, sehr hochwertigen Ausstattung, wie zum Beispiel auch ein Automatikgetriebe, was jetzt für diesen Messepreis schon mit dabei ist, haben wir hier auch einen fünften Gurtplatz. Auch das gibt es ja nicht ganz, ganz oft. Und das ist eben hier mit dabei. Wir können gerade mal hier das Holz die Runde machen. Dann sieht man hier schon den Einsteckbock für den Gurtplatz und da liegt er drin. Mhm. Also hier kann ich wirklich gut gesichert mit zwei Erwachsenen, drei Kindern. Ist ja auch immer so ein Thema. In der Regel der Standard sind eben die 4 Gurtplätze und hier habe ich dann schon serienmäßig bei dem Modell einen fünften mit dabei. Ja, dann sind wir auf dem Weg zum nächsten Fahrzeug und schauen uns hier noch einmal einen weiteren Van an. Genau, hier haben wir jetzt von Knaus einen klassischen teilintegrierten Grundriss, 7 Meter Fahrzeuglänge, der Live TI mit Einzelbetten im Heck. Hier auch noch eine etwas außergewöhnliche Bettform, denn hier haben wir jetzt die Einzelbetten mal abgesenkt, weil normalerweise sind die deutlich höher, aber immer mal der Wunsch von den Kunden, dass die Betten niedriger vom Einstieg sein sollen und das ist eben bei diesem Fahrzeug umgesetzt. Natürlich zwei bequeme Längsbetten, aber halt deutlich niedriger wie der Standard dann zum Einstieg und zum Schlafen. Ja, das kann ich auch von dem Ganzen nur bestätigen, dass die, ich sag mal, älteren Herrschaften gerne nach was Niedrigerem suchen, um eben nicht mehr so weit nach oben steigen zu müssen. Ja, wir haben ein weiteres Fahrzeug, was wir uns noch anschauen. So, Johannes, euer weiteres Fahrzeug, was ihr mit auf die Messe nach Fulda gebracht habt, ist ein
Das ist der Knaus 3TE, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also dieses Fahrzeug stand 1:1 original so auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf, ist da vorgestellt worden. Dann haben wir das Modell von Knaus Tabot bekommen können. Und das ist halt jetzt komplett auch der neue Ducato schon vorne mit der neuen Front und auch mit dem neuen Interieur vom Ducato. Und dann haben wir hier einen Wohnraum mit 7,5 Meter Außenlänge, auch hinten wieder mit den Längsbetten, die jetzt natürlich wieder in der klassischen Höhe sind, nicht wie bei dem Modell, was wir vorher gesehen haben. Und dann eben durch die 7,5 Meter Fahrzeuglänge habe ich dann hier eine getrennte Dusche und dann hier hinter dieser Tür dann die Toilette und das Waschbecken. Ja, man kann mal ganz kurz die Tür schließen. Jetzt habe ich dich natürlich ausgesperrt, aber so kann man hier ein schönes Raumbad generieren und kann sich hier im hinteren Bereich fertig machen, wenn man im vorderen noch Gäste hat. Genau, und was halt auch bei Knaus sehr, sehr schön gemacht ist, das gibt es auch schon einige Jahre, ist hier bei dem Bad die Verbreiterung. Weil wenn man jetzt hier vor dem Waschbecken steht, ist es ja doch relativ schmal vom Raum her. Ja. Und da hat sich Knaus eben etwas überlegt, ich kann das Bad hier noch verbreitern und dann habe ich natürlich deutlich mehr Fläche zur Verfügung und kann mich da vor dem Waschbecken dann ordentlich fertig machen für das den Tag. Das ist mal eine Lösung. Wenn man es braucht, generiert man es. Wenn man es nicht braucht, macht man sich wieder den Platz hier im Durchgang. Genau, und dann schiebe ich es einfach wieder weg mit einem Handgriff, ruckzuck erledigt. Ja, Johannes, vielen herzlichen Dank für die kurze Rundführung. Ich wünsche euch hier in Fulda für die nächsten 3,5 Tage einen guten Messenverlauf, gute Geschäfte und man sieht sich. Ja, vielen, vielen Dank auch für deinen Besuch wieder, für dein Video. Es wird mit Sicherheit auch wieder ganz, ganz viele Klickzahlen bekommen. Die Leute schauen sich das gerne an. Du hast schon angesprochen und natürlich, wir freuen uns auch hier auf der Messe auf ganz, ganz viele Besucher. Nicht nur bei uns, auch bei allen Kollegen. Und dann haben wir alle ganz, ganz viel Spaß die nächsten 4 Tage hier in Fulda. Danke dir. Ja, besten Dank. Bis dahin. Ja, dann schauen wir auch mal bei NVG Peluso noch nach, dass wir auch mal in andere Modelle noch mal reinschauen. Auch sehr schön. Ja, die ganze Caravan-Branche hat sich ja ein bisschen modernisiert, was die Farben anbelangt. Stellenweise auch digital geworden. So, auch in dieses Fahrzeug schaue ich mit euch mal rein und präsentiere euch das ganz kurz. Ja, hier auf der Messe in Fulda könnt ihr diese Fahrzeuge die nächsten Tage euch anschauen. Ein nächstes Reisemobil mit Heckgarage, mal auf eine andere Art zu öffnen. Auch nicht schlecht. Auch von der Seite zusätzlich, muss ich gerade noch mal schauen. Jawohl, das habe ich also so auch noch nicht gesehen. Die Hersteller lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Und auch dieses Fahrzeug werde ich mal kurz präsentieren. Ja, dieses Fahrzeug hat jetzt hier auch noch ein Hubbett verbaut. Und das WC. Dann eine separate Dusche. Und im hinteren Bereich haben wir dann eine Rundsitzgruppe. Hallo, schöner Herd. Ja, kommt hierher nach Fulda auf die Messe. Hier könnt ihr euch über diese Fahrzeuge informieren. Ja, dann gehe ich mit euch mal hier über das Außengelände. Bei leider nicht so schönem Wetter gehen wir erst noch mal in die Halle rein. Und der Andrang der Besucher kommt mittlerweile auch bei diesem Wetter zu euch und haben hier wieder WM Aquatec und verschiedene Bereiche frei sein. Hallo! Hallo.
Wir kennen uns von Caravan Günther, da haben wir genau. Schon das Interview gedreht. Genau. Auch euch schöne Geschäfte. Dankeschön, Dankeschön. Und hoffentlich kommen auch viele Messebesucher. Ja. Genau. Ihr habt euer ganzes Sortiment wieder mit am Start. Ja, wir haben unser ganzes Sortiment wieder mit am Start. Und wir haben auch eine Neuentwicklung. Wir haben zum Beispiel die Outdoor-Variante. Die Outdoor-Variante ist wirklich strapazierfähige Travelback, wo man auch sich Outdoor richtig schön ausruhen kann, chillen kann und Adventure-Teil. Dann brauchen wir lediglich noch ein bisschen schöneres Wetter. Ja, das ist ja momentan nicht ganz so. Genau. Spritzwasser beschützt ganz wichtig. Dann auf das jeden. Das passt. Das passt, jawohl. Genau. Gut, danke. Gut, danke. So, Voltronic. Also, ihr könnt euch hier auf der Messe Caravan und Vans über alle Dinge informieren. Und auch für die Hundebesitzer ist einiges geboten. Hallo. Ihr habt für die Hundebesitzer natürlich jede Menge Ausstattung mit am Start. Ja, wir haben sogar ganz Besonderes. Wir haben unser Loch Ness dabei. Das ist eine Diebstahlsicherung für Hunde. Ah, okay. Ja, das ist eine Weltneuheit. Die haben wir dieses Jahr vorgestellt, auch auf der Interzoo. Das ist die Weltleitmesse der Heimtiere. Und jetzt habe ich gedacht, ich bringe die nach Fulda. Ja, wunderbar. Die Ausstattung könnt ihr also hier am Messestand, hat er eine Nummer oder wie ist das hier bei euch? A220. Gut, dann können wir uns hier informieren. Schönen Verlauf der Messe. Vielen Dank. Ja, auch über E-Bikes, Fahrräder könnt ihr euch hier informieren. Und für das Kulinarische ist auch gesorgt. So, hier im Außenbereich ist für das Kulinarische auch gesorgt. Hallo! Jetzt komme ich auch mal zu dir. Ja, das ist doch schön. Ja, ihr habt wieder eure Spezialitäten mitgebracht. Ja, haben wir. Also wir haben Südtiroler Speck wieder mitgebracht. Dann haben wir was ganz Neues. Europas besten Ziegenkäse. Letztes Jahr prämiert worden. Dann haben wir einen Honigkäse. Und natürlich den typischen Bergkäse. Ja, das Einzige, was ihr vergessen habt, ist... Ja. Das die Sonne. Wetter. Ja, ne? leider. Aber dafür ist das Ganze mittlerweile bekannt. Ne? Ja, prima. Ja, ich versuche das immer so ein bisschen hier im Außenbereich noch mal einzufangen. Und schade eigentlich, dass das Wetter immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Weil es steckt überall jede Menge Arbeit drin. Und man will ja auch den Gästen dann in Ruhe die Fahrzeuge zeigen können. Ja, jetzt sind wir hier bei Caravan Heck aus Langenselbold. Zeigen euch hier noch mal im Außengelände. Ja, es regnet. Leider Gottes. Ja, jetzt hier bei mir ist der Bernd Knabe. Er ist der Verkaufsleiter bei Heck Caravane. Ja, Bernd, was habt ihr denn mit nach Fulda gebracht? Hallo, grüß dich. Ja, wir sind eigentlich hier mit einem vollen Programm. Das heißt, wir haben im Grunde alles vom kleinen Crosscamp über alle Teilintegrierte, über die Vollintegrierten, über alle Kastenwagenmodelle, die wir zu Hause haben, bis hin zu den großen, sprich zu den Linern, auch mit PKW-Garage, haben wir einen bunten Querschnitt mit dabei. Kommt gerne nach Fulda, schaut es euch an. Das Wetter ist momentan noch nicht so gut, soll aber deutlich besser werden. Also kommt. Ja. Kein Thema, da können wir uns nur anschließen und das Wetter in Fulda ist immer ein bisschen herausfordernd, aber man sagt ja immer wieder, der Camper kennt kein schlechtes Wetter, er kennt nur schlechte Kleidung. Ne? Das ist richtig. Ja, dann viel Spaß und gute Geschäfte hier in Fulda. Danke, danke, dir auch. Ja, jetzt schaue ich dann doch nochmal in einen Wohnwagen der Marke Hobby hier rein. Also hier vorne ein Schlafplatz. Der Essbereich, dann haben wir die Küchenzeile und für die Kinder hier hinten die Heckbetten und die Toilette. Ja, das war der Stand von Heck Caravan und Reisemobile aus Langenselbold, der mit verschiedenen Fahrzeugen hier vertreten ist. Ja, hier nochmal kurz ein Schwenk
über die Marke Hümer, die auch hier auf der Messe ihre Fahrzeuge ausstellen. Ja, Mario, das letzte Mal haben wir uns gesehen in Düsseldorf. Ja. Jetzt hier in Fulda bei ja, etwas bescheidenem Wetter. Camperwetter. Was habt ihr denn mitgebracht, Schönes nach Fulda? Oh ja, wir haben relativ vollgeladen. Also wir haben, wie auch in Düsseldorf schon, Weltpremiere mit unserem Renegade. Wir haben den Force mit dabei, auch wieder mit dem schönen E-Bike-Träger mit dabei. Wir haben den Altimate mit dabei, haben auch wieder die Messeaktion. Bitte mal drauf gucken, schaut auf unsere Homepage. Wir haben natürlich unsere Carados mit dabei, weil wir die ja auch vertreiben. Und da haben wir auch sehr attraktive Preise jetzt hier in Fulda mit am Start. Und dann haben wir unseren Pace mit dabei, auf Videobasis. Wir haben den Spectre mit dabei, wir haben den Rebel mit dabei. Beim Rebel ist die Besonderheit, dass unser Steffen, einer unserer ersten Kunden, da mit dabei ist. Und könnt ihr auch mal gucken, steffentravel.de ist eine schöne Seite, kann man sich viele Sachen, seine Reiseberichte. Und es ist natürlich für uns schön, wenn wir mal einen Kunden mit dabei haben, der auch die Fahrzeuge gut erklären kann. Oder ihr schaut euch das Video an, was wir bereits in Düsseldorf gemacht haben. Ja? Genau. Ja, dann wünsche ich dir gute Geschäfte. Das ist natürlich heute schwierig gewesen, dich hier vor die Kamera zu kriegen, weil die Kundschaft ist schon in den Startlöchern, trotz schlechten Wetters. Ich wünsche dir und allen anderen auch eine schöne Messe hier in Fulda. Bis dahin, ciao. Ja, das ist so der kurze Überblick gewesen hier aus Fulda. Die Messe Camper in Vans und ja, trotz schlechtem Wetter, wie immer sozusagen, strömen aber die Besucher doch hierher und informieren sich. Und auch wenn ich jetzt hier ein bisschen im Regen unterwegs bin, bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten und gerne immer wieder hier in Fulda. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann gerne den Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss.